Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem wunderschönen Kanal. Heute Philo Blind Date. Unser lieber Freund Philo hat sich dazu entschieden, ein Blind Date zu machen. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Lasst ein Like da, schreibt was Schönes in die Kommentare und abonniert diesen wunderschönen Channel. Und kommt auf Twitch rein, wir sind Daily Life, okay? 7 Girls Blind Daten Philo, okay? Achtung, so. Diese... Denkt ihr, Philo hat Game? Achtung, diese Folge könnte für einige Zuschauer ungeeignet sein. Philo spielt einen künstlich ironischen Charakter. Alle Teilnehmer wurden informiert und hinter den Kulissen haben sich alle gut verstanden. Hä? Was soll das jetzt sein? Wie? Aber als ich gesagt habe damals in dem Gespräch, yo, ich spiele nur eine Rolle, ja, das geht nicht. Und mich würde in dem Kontext natürlich super interessieren, ob da auch passend die weißen Fuß. Ich sag, es ist keine Rolle. Okay, ich sag, es ist keine Rolle und er ist in Real Life wirklich so, okay? Er tut es nicht so, er ist eine Rolle. Nee, wir vorhanden sind. Kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja? Wenn es soweit kommt. Das ist Philo. Er datet heute 7 Streamer, Humor, macht die Liste. Logi, lustig. Als gleichzeitig. Ja, er ist echt super hübsch. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach... Mara wird von Sofedorf getauert. Das ist schon verrückt, ey. Also ist eigentlich, wenn ihr wirklich so klein seid und von Sofedorf getauert werdet, so ist der Moment gekommen, wo ihr so einfach aufgeben sollt, okay? Lasst euch unterkriegen. Oben denn. Am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin Felix, aka Philo. Bin Livestreamer und ich habe die Nummer von Frank Rosin. Crazy. Was suchst du heute? Fick mal Frank Rosin. Heute? Ich suche eigentlich einfach nur, ja, irgendwas, was mir den Kopf krault und mir sagt, dass alles gut wird, Sophie. Was wäre deine Red Flag? Ein Red Flag. Body Count über 1, geht in den Club. Er wird langsam Mann! Langsam, er wird Mann! Ausladung, Blankfellow! Mein Löwe! Mein Löwe! Ich wusste, dass mein muslimischer Ader irgendwie deinen Puls trifft. Ich wusste es. Weiß nicht, man sieht irgendwie ein Stück Haut, damit ich... Ja. Okay, das ist racist, Digga. Racist! Das ist racist! Raus. Cool. Finden wir heute. Guck mal, da fängt schon an, okay? Fucking, guckt euch mal die Schuhe an, bitte. Ihr wisst, sie ist dusty. Sie stinkt, okay? Erstmal Pinroll, mal vorher, wir sind 2023, so, wir haben seinen Gips auf, Bro. Rock das nicht mehr. Dann so, ugly ass Air Force. Sind das überhaupt Air Force? Die sehen so scheiß hässlich aus, Digga. 3, 2, 1, ey! Was? 2K? Ja, vielleicht. Mal auf. Okay, ey. Was denkst du? Boah, ich sehe direkt super viele Nikes, ich sehe viele Swooshes und Bergsteigerschuhe. Das ist mein... Arsch. Das ist mein Endgegner. Echt? Wirklich, Nummer 7 ist gar Nummer nicht 7, na, ich weiß noch nicht. Ich sag manchmal... Was sagen wir zu Philos Fit, aber Chat W oder L, Jungs? Jungs, W oder L, so, dieser Fit von Philo, so, you know what I'm saying, so. Das sieht irgendwie so komisch aus. Ein bisschen an Vetements, diese dicke Jacke, so. L, D-Rider Fit. Mal ein bisschen was über Personal. Aber Loki hält einfach nur, weil es Philo ist. Ja, welche findest du so auf Anhieb am besten? Oh, ich glaube Nummer 2. Mhm, clean auch. Ja, clean, und ja. 6. Ja. Was sind die Schuhe? Was, also Nummer 7. Caillou, Digga, er sieht echt ein bisschen aus wie Caillou, ne? Mavara ist kein Bergsteiger, warum hat er seine Socken so richtig weit gezogen? Dann, Bruder, sonn dich, Bro, Sonnenbank-Flavor, Digga, bitte. Ärzte raten ab, Sportler ihn zu essen, Digga, sein Weißbrot-Arsch, Digga. Sonnenbank-Flavor, letztes Jahr angezeigt, Tunis, Goldpepper, blaues Licht, Rambo 3. Sonnenbank-Flavor, letztes Jahr angezeigt, Tunis, Goldpepper, blaues Licht, Rambo 3, Goldsport, Massenmord, Schutzgeld, Paytime, Schöneberg, M-Steff, Gayline. Ist gar nichts. Weiß ich noch nicht. Okay. Vom Schuh, ich würde es jetzt erstmal nicht judgen. Okay. Aber was ich auf jeden Fall judge, ist die 1. Das ist ja kranker Scheiß. Ja, das ist ja straight up. Also das ist ja, das ist einfach straight up einfach ein Verbrechen, Bro. Inhaftiert sie, Digga. Was ist das? Was sind das für abgenutzte Schuhe, Digga? Fucking, die sind schon schwarz, Bro. Ich hab von Sam vs. Wild wiedergekommen. Woher kommst du? Festival? Nee, aber ich reite, deswegen Stallschuhe und so. Oh nee, mach dieses Pferde-Wendy-Laser-Arsch raus, okay? Also Pferdemädchen-Chat raus sofort, okay? Mavara interessiert sich mehr für Pferde als für Menschen. Sonntags geht's in den Reitstall anstatt zu den Freunden. Lass doch die Pferde in Ruhe. Okay. Okay, hast du eine Frage für die? Ja, direkt? Ja. Muss sie irgendwie muss sie herausfinden, wer raus muss. Ja. Okay, wer ist euer Lieblingsfernsehkoch? Och, Digga, er nervt so mit Frank Rosin, Digga. F*** doch mal einen Koch, Digga. Leute, es ist fucking Traum, so Ronaldo treffen,
Type treffen. So, LeBron James treffen, Digga. Er reitet Frank Rosin, Digga. Wen juckt Frank Rosin? Meine Mama kann safe besser kochen als Frank Rosin. Safe. Und eins, wer ist dein Lieblingsfernsehkoch? Kann ich gar nicht sagen, weil ich gucke keine Kochsendungen. Was gab's, Hanna? So. Schrecklich. Assi, oder? Ja, das mal. Type-Treffen. Kandidatin 2, was ist dein Lieblingsfernsehkoch? Tatsächlich gucke ich sowas auch nicht. Ich kann dir nur meinen Lieblingsschauspieler sagen. Das ist Ian Somerhalder. Okay. Okay, tot erstmal, dass sie so quasi den Übergang von Koch auf Schauspieler macht. So. Aber sie hat eine heiße Stimme. Sie könnte Loki the Baddie sein, Chat. Manchmal kennt man an der Stimme, dass sie eine harte ist, so, weißt du? Ich will mal Philo treffen mit Scheißi. Ian Somerhalder. Ja. Nee, ist guter. Wer soll er sein? Keiner kennt ihn. Kandidatin 3. Ich würde mich dem auch anschließen. Ich gucke auch keine Kochshows, aber ich kann dir gerne mein Vorbild nennen. Meine Lieblingssängerin ist nämlich Lea. Tot. Für dich würde ich 7 Stunden fahren, nur damit ich dich schreien. Mhm. Okay. Oh, süß. Kandidatin 4? Ja, ich koche an sich auch keine Kochshows, aber Tim Mälzer ist mir jetzt einfach direkt eingefallen. Das Tim Mälzer, Legende, Lispel der Legende. Ist aber auch so eine kleine Hassliebe, sag ich mal. Hassliebe verstehe ich aber da in dem Kontext. Okay. Aha. Das ist aber eine ganz klare Meinung, ne? Ja, ja, klar. Also ich kenne jetzt nur Steffen Hensler und Nelson. Also mehr auch nicht, aber auch nur, weil meine Mom das oft geguckt hat und ich dann dabei saß. Mhm. Voll die scheiß Frage, aber was für eine erste Frage mit Koch-Ding? Ich finde Frank Rosin ganz lustig. Frank Rosin, ein Pitch, okay? Frank Rosin unter mein Eiri. Ah, ich weiß warum. Warum? Ich hab's auf Insta gesehen. Mhm. Kann guck mal, Digga, die right, Digga, fucking Frank Rosin wurde quasi harassed, um den fucking Weizbrot zu treffen, so on the low. Ich würde sagen, Tim Mälzer einfach, weil meine Mutter den feiert. Was geht ab, runterholer? Okay. Okay, Kandidatin 6 ist auf jeden Fall schon mal Fave. Auf jeden Fall. Also ich sterbe ja, für Frank Rosin. Frank, ich klau dir deine Frau Rosin. Deswegen, der ist der beste Mensch der Welt. Ich sterbe für Frank Rosin? Also das heißt, ich sterbe für einen anderen Mann, ist crazy. Warum? Es ist einfach der beste Mensch, seine Sprüche, der kommt zu armen Familien mit einem richtig frechen Zeiger am Arm. Ja! Zett, wer kennt's nicht, Digga? Abends, Mann, hat nichts zu tun, guckt sich eine genüssliche Runde Frank Rosin Kochshow an, lacht sich da tot. Europatec, und dann hilft er denen, ist doch geil. Ja, ist doch süß. Er hat eine schön polierte Glatze, ich liebe ihn. Auf Basis dieser Frage musst du jetzt eine auswählen. Die raus ist. Okay, ist natürlich auf Basis jetzt der Frage und auf gar keinen Fall wegen den Schuhen, würde ich die Nummer 1 rausvoten direkt. Okay, ja, Kandidatin 1, du kannst jetzt hervorkommen. Ja. Guck mal, sie wird aussehen wie ein Pferdemädchen, okay? Ich sag euch genau, wie sie aussehen wird, okay? Sie ist Pferdemädchen, das heißt, sie ist erstmal ungepflegt, okay? Sie wird kein Make-up drauf haben, okay? Dann, sie wird ein bisschen übergewichtig sein. Nee, wird sie nicht, sie wird dünn sein, okay? Ihr werdet sehen. Oh. Hallo! Hallo! Hallo, hi! Hi! Freut mich voll. Mich auch. Klar. Oh, wie süß. Klar. Sie hat selbst ein Hufeisen. Das ist so die Ride to the fullest, okay? Erstmal umgedrehtes Hufeisen bringt immer Unglück, okay? Und sie hat selbst so, sie muss den Leuten zeigen, so auf der Straße, so, ich bin ein Pferdemädchen, okay? Anstatt wir singen so, ich bin eine Partysau, schalalalala. Sie singt, ich bin ein Pferdemädchen, schalalalala. Mama hat ein Hufeisen als T-Shirt. Muss man jetzt noch so pseudomäßig reden, oder? Also. Nee, du kannst doch was sagen, was denkst du? Ist eigentlich netter. Also. Ja, voll der Nette eigentlich, aber dass du schon mal keine Pferde magst. Oh nein, jetzt kommt ein Pferdetalk. Na, jetzt kommt dieser Diss so. Also, dass du keine Pferde magst, also ich liebe Pferde. Keine Pferde mag? Hier ist in Aachen direkt das CIO. Das, was ist das? Was ist sie? Keine Pferde. Sie ist ein was? Marc? Hier ist in Aachen direkt das CIO. Hier ist ein Aachen direkt das CIO? Was ist das? Kennst du kein CIO? Nein. Aber du bist ja voll an Pferdemädchen, ne? Du hast ja auch hier so ein Hufeisen drauf. Nee, das gehört so dazu. Nee, das ist kranker Scheiß. Nee. Habe ich meiner Schwester abgesneakt. Okay. Was ist denn CIO? Das ist das größte Sportturnier in Pferden. Rolex sponsert das. Mm. Rolex sponsert das? Nee, alles mäßige. Nein. Aber ich züchte auch Hunde, hätte so Hundewelpen sehen du züchtest, können. Das ist ja Pomeranians immer schlimmer. Nee, mach dich mal ab. Geh mal. Nee. Mach dich mal echt ab, Mann. Am besten sie flex mit ihrem Zoo in ihrem Haus, Alter. Bitte, okay? Die züchtet Affen, Pferde, Hühner, Hunde. Was ist das, Bro? Red mit Menschen, nicht mit Tieren.
Lass mal die Hunde in Ruhe. Voll die komische. Ja, setz dich gerne da auf den Sofa. Ja, yallah. Salamu alaikum. Geh aber, geh mit Gott. Nächste Runde. Nächste Runde. Yes. Bitte. Phil, mach ich mal damit in der Show? Ja, er ist lustig. Ritter, er ist lustig. Kein Hate bis jetzt an Philo. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1. Was ist deine erste Reaktion? Okay, erste Reaktion. Nummer 7 wurde deutlich cooler. Also, erste Reaktion. Eins ist cool, okay? Sie sieht cool aus, okay? Babyblaue Schuhe, weiße Hose, sie könnte Baddie sein. Das bisschen zu viel, okay? Um so Ripped Jeans, der Hype ist vorbei. Sie loslassen, sie wiegt 800 Kilo. Sie auch, 900 Kilo, so was ist das, Digga? Beide zusammen sind so ein LKW. Okay, sie ist cool und sie hat Potenzial. Cooler. Ja. Das wurde deutlich cooler. Ja. Schießt du zu so vielen Löchern? Weiß ich nicht. Ich habe an sich nicht so mit vielen Löchern zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch bei dem Format hier. Aber ich weiß nicht, also ich hatte jetzt auch darauf dediziert keine Frage. Vielleicht erste Date? Mhm. Oh, dann vielleicht doch eine Frage. Okay, sag. Also angenommen, ich würde euch heute in meinem wirklich krassen Sport-Porsche abholen, damit wir zusammen zu einem Restaurant fahren. Und Bro, bitte, dein fucking Grünwähler-Arsch fährt Fahrrad. Erstmal, was für Porsche? Das ist schädlich für die Umwelt. Deine Freunde kleben sich auf die Straße und du willst Porsche fahren oder was? Okay, du fährst Fahrrad, okay? Philo, ich sag ehrlich, in dem Video bis jetzt ist Philo wirklich lustig. Und ich euch das AUX-Kabel gebe. Was würdet ihr anmachen für einen Song? Gute Frage, Digga. Oh, das ist süß. Hast du ein Sportauto? Nein. Du fährst mit der Bahn? Bobbycar. Ah, wunderbar. Natürlich. Nicht gut. Nummer 1. Welchen Song würdest du anmachen? Ich glaube, ich würde ohne mein Team anmachen, weil da... Zu sechste Mercedes, weil alle Jungs müssen mit. Ein bisschen Sekt für die Mädels. Ehrlich, W-Pick. Von allen den Songs, die hätte sagen können, nimmt sie echt einen Dorp-Pick. So, you know what I'm saying? Habe ich mal so einen Vibe und bin direkt gut gelaunt. Ohne mein Team? Ja. Okay. Ja. Stehst du auf Deutschland? Ich schon, ja. Ich check den Vibe auch hinter ohne mein Team. Ja. Echt? Sieht er auf Deutschland, Digga? Er sieht nicht so aus wie jemand, der Deutschland hört, bitte. Okay, er hört fucking Longus. Nee, er sieht aus wie jemand, der Longus Mongus hört. Oder Chiago, Digga, Ritter. Er sieht aus wie jemand, der Chiago und Longus Mongus hört. 2? Ich würde 500 PS anmachen, weil... Ja, Digga, Digga, Ritter, pack mich dahin. Da gibt's einmal Raff Camora Rider und ich bin nicht da, Digga. Ich finde, das hat voll was, man im Auto fährt und dann dieses Lied hört. Ja, okay. Fahr uns dann sehr wahrscheinlich tot, aber ist okay. Mit Bobbycar? Ja, mit Bobbycar. Kandidatin 3? Ich würde Tabu anmachen, aber das muss dann wirklich volle Pulle laufen. Den kenne ich nicht. Kenn ich auch Tabu? Nicht. Tabu? Von? Young Yuri. Das ist so eine Art Techno. Arsch, Young Yuri, Dem Yuri. Was ist das für Yuri-Clan, Digga? So. Stehst du auf Techno? Nein. Gar nicht? Auch doch, nicht so aber komplett, also... Natürlich steht auf Techno, Bro, bitte, er sieht schon aus wie jemand, der Raves plant, okay? So, es ist halt, wenn es ironisch ist und dann unironisch geil wird, das ist es. Das ist so der Mix, ich kann es schwer erklären. Weißt du? Also ich würde es jetzt nicht in meine Playlist packen und beim Laufen hören oder so. Nee, ich finde auch Techno eigentlich nur zum Feiern gut. Ja, Techno ist sowas für Leute, die ihr Leben nicht im Griff haben, schwer depressiv sind und fucking, keine Ahnung, sich auf die Straße kleben. Rito, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, Jungs, cancel mich, ich hab's gesagt, okay. Techno was für kaputte Menschen. Für kaputte Menschen in Techno. Ja. Außer Timo natürlich im Chat. Kandidatin 4? Ich würde Mädchen auf dem Pferd anmachen, weil das... Nein, will sie raus! Nein, will sie raus! Warum macht Mädchen auf dem Pferd an? Oh, also wirklich, wie, was ist denn hier mit den Pferden, Alter? Ich hasse Pferde. Pferde sind so scheiße, Alter. Okay. Aber das ist der Sommer halt von Bibi und Tina, ne? Ja, das stimmt schon. Richtig crazy. Ja, das stimmt. Ja, Sommer von Bibi und Tina, macht weiter Bücher. Schon. Nee, aber vielleicht, Philo, vielleicht ist es ein Zeichen. Pferde sind dein Ding. Vielleicht. Vielleicht, ja. Vielleicht. Nee. Kandidatin 5? Mir fällt jetzt so spontan kein Song ein, aber er könnte mir ja seinen von seinen zeigen. Weil ich habe gehört, er macht auch Musik. Sie ist informiert. Findest okay. Du gut? Ja. Ich finde es irgendwie. Ich kenne alle, die es wissen, okay? Immer wenn ich so nach Reactions in mein 2K reingehe oder in Zocken halt, ne? Mach ich immer Song-Requests an, ne? Und dann wird immer von Waluigi, bist du noch da? Waluigi, so, bist du noch da? Ne, ist nicht mehr da. Und er macht immer diesen Philo-Song rein, okay? So. So, und ich denke mir mal, der ist so Arsch, Digga, bitte, guck mal. Er ist auch nicht Po-Scheiße hier mit diesem Scheiß. Crazy, wenn man... Er ist Po-Scheiße. ...keinen Song hat, den man anmachen würde. Ja, check ich auch. Ja, ich check, was du meinst. Es könnte eine gute und eine schlechte Antwort sein, aber es ist eine Antwort, sie kennen mich auf jeden Fall dann. Ja, der erste Teil war so ein bisschen wack und der zweite Teil war so, Wieder gerettet, ja? Ja, wieder ja. Ganz kurz nochmal, so riesen Red Flag bei Menschen einfach ist, wenn die diese dummen Festivalbänder immer dran lassen, Digga, bitte. Das zeigt einfach nur, was für ein Geek du bist und nicht, wie cool du bist, okay? So, du bist einfach ein Bot, wenn du das immer dran lässt, so. Einfach mach's ab, okay? Bitte, ist nicht cool. Weil ich kenne Leute, okay? Es stinkt, Leute schlafen, duschen, wicken.
damit, okay? Ich kenne Leute, die haben so ganze Arme voll mit diesen Festivalbändern und hier auch, Digga. Mann, Digga, lass es gehen, Digga. Es ist Dusty da drunter. Dusty. The Nest. Ja, ja. Okay. Kandidaten 6. Also erstmal fahre ich das Pack. Ohne Primetime steht ja Retalk. Kannst du dann übernehmen und wir hören irgendwas von Monet 192. Das war scheiße heiß. Ach, du findest es gut. Was hat sie gesagt? Das war scheiße. Also erstmal fahre ich das Packen, kannst du dann übernehmen und wir hören irgendwas von Monet 92. Das war scheiße heiß. Was war daran heiß, Digga? So ein bisschen Domina, findest du gut? Weiß ich nicht. So ein bisschen Mami. Ja. Mhm, ja. Okay, warum fährt sie da? Okay, okay. Mhm. Also ich sag ehrlich, immer wenn ich mitfahre, immer fahre ich. Auch bei Jungs, auch bei Freunden so. Es fahr immer ich. Ich muss einfach immer Auto fahren. Okay. Kandidatin 6 ist auf jeden Fall ganz weit oben gerade. Ja, immer noch, ja. Ich muss wieder wen rausvoten jetzt? Ja. Okay, also wahrscheinlich 2, 3 oder 4, ne? Mach mal ohne Spaß, also nicht wegen dem Gewicht, aber wegen dem Gewicht mach mal 3 und 4 raus, ehrlich. Ja, also 1 und 2. Also 3 oder 4. Hätte ich, waren jetzt die Antworten auch nicht schlecht so. Mhm. Den dritten Song kannte ich nicht und ich will halt mal, dass die Pferdescheiße aufhört jetzt. Und zwar ganz schnell. Ja, ehrlich. Deswegen. Ich finde die Pferdescheiße eben ganz gut. Ja? Wollen Nein. wir die Pferdescheiße noch ein bisschen länger drin lassen? Nein! Musst du sagen. Dann machen wir erstmal Nummer 3 raus. Nummer 3 raus? Ja. Weil du die Pferde vielleicht doch noch für dich gewinnen wirst. Vielleicht, ja. Vor allem, es gibt doch, was ist ein Maximalgewicht so von Pferde? 75 Kilo, Bro, bitte, okay? Ihr eines Bein wiegt so viel. Vielleicht. Okay, Kandidatin 3, du kannst nach vorne kommen. Ah, Schuhe auch, respektlos. Hallo! Schön, dass du da bist. Hallo, hä? Sie ist doch gar nicht dick. Okay, sorry dann. ja? Ja. Okay. Hä? Also. Was sagst du? Ja, also sie ist schon so. Sie ist ein Pferdemädchen, also schon ein Pferdemädchen, so, weißt du? Sie pudert sich, sie. Clash of Clans Cup. Digga, ich sag ehrlich, Dahlo ist der Beste, Digga. Echt harte Vergleiche. Clash of Clans Kampfmaschine. Aber guck mal, man merkt Pferdemädchen so, dezent, kein Make-up drauf, nicht besonders so offen angezogen, so. Weißt du, das Leben von denen ist nur Hufeisen, mein Pferd, so, in Stall und, ja, Wendy lesen, so, weißt du? Nichts. Dann du ciao. Bist super. Tschüss. Klar, alle sind hier ja, so super. Ja, super bist du, ehrlich. Sie ist du bist dick, so hart. Nee, dick. Sie war toll. Ja, das geht ab Arab. Sie war total sie war toll. Es war einfach nur total hübsch. Es war einfach nur nicht mein Musikgeschmack, leider. Hm. Mann. Ja, Flo, langsam okay. Mann geworden. Nächste Frage. Nächste Frage. Ach so, es geht ja, halt weiter. Frage. Okay. Hm. Ich weiß nicht, ob... Bodycoat. Also die sehen hier alle relativ jung aus. Ne? So einfach vom Style, von den Händen auch und so. Ich mag es halt wirklich, wenn es so richtig aussieht wie Leder. So, so richtig alte, richtig eklige... So 70 plus. Ja, Lederratten geil, einfach. Was? Was labert der? Weiß nicht. Ich weiß nicht, deswegen würde mich interessieren, falls es nicht klappt oder doch klappt, was ist euer Verhältnis zu euren Omis? Random ass Frage? So lass die Oma raus. Meine Oma ist heilig. Hätte er das zu mir gesagt und Digga, er ist verrückt, ehrlich. Er ist Psychopath. Seine Psychosen nehmen überhand. Der Real Talk. Nachdem er die Liste gemacht hat, er ist zur Psychiatrie gegangen. Er ist crazy geworden, ehrlich. Er dreht durch. Er ist besessen von der Liste. Habt ihr ein gutes Verhältnis zu euren Omis? Und wären sie offen für Dreier? Potenziell. Digga, nein! Deutsche sind crazy! Was? Ohne sich zu schämen? Ohne sich zu schämen, sagt der Dreier mit Omi und so. So for dope, Digga, wenn man einmal was gegen Lesben sagt, sie dreht durch, okay, wird zur größten Karen, aber shoot gegen alle 5 Omas, die da sind. Inzest wird beworben, ist verboten in Deutschland, ganz kurz so. Digga, und Chat, stellt euch immer vor, wir würden sowas sagen. Bei uns, er hat uns durch die ganze Scheiße gezogen für so Kleinigkeiten, aber sagt dann sowas. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi, ich habe sie ganz doll lieb und wir sind auch fast jeden Tag bei ihr. Das ist gut. Das find's so super. Da könnte ich dann quasi auch jeden Tag mitkommen zu Besuch, oder? Na, Digga, what the fuck. Dieses Allmann-Privileg, ja, Real Talk. Guck mal, Real Talk so, Philo ist einer, er darf alles sagen, okay? Er ist weiß wie... Keine Ahnung, dieser Hintergrund, okay? Er ist weiß wie dieser Hintergrund, okay? Er hat blonde Haare, er sieht absolut deutsch aus. Es geht gar nicht deutscher. Er ist so erster Stammbaum von AHA, okay? So, er ist dünn gebaut, okay? Richtig, man sieht Ada so, weißt du? Er sieht aus wie ein Goofy. Er darf alles sagen. Dieses Allmann-Privileg in Deutschland ist verrückt, Rito.
Was ist das für eine Folge? Ja, Digga, er zieht, er hat Dings an. Chat, wie hieß der nochmal? Birkenstock. Okay, er hat Birkenstock mit Socken an. So sieht er aus, bitte. Nee, besser nicht. Okay, ja. Besser nicht. Das ist schon mal nicht gut. Das ist meine Omi. Nicht mehr lang. Kandidatin 2. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi. Wir machen sehr viel Scheiße zusammen und sie ist auch für jeden Scheiß zu haben. Und für jeden Scheiß sogar zu haben, das klingt ja gut. Ja. Mein Gott, hast du schon eine Traumfrau. Ja. Aber nicht für diesen Scheiß. Wir müssen das reversed machen jetzt. Das ist so weird, ehrlich. Boah, Alter. Aber Chat, ich sag ehrlich, Deutsche sind nicht so. Also, der ist halt so ein Kölner Deutscher, so, weißt du, aber an alle meine Deutschen würdet ihr sowas sagen, so, bitte. Ich will das auch nicht alle Deutschen über einen Kamm stellen, so, aber ich find's schade, dass ihr das so, das ist doch respektlos, Digga, wo ist der Respekt zur Oma hin, wo ist der Respekt zu anderen Familien hin, wo ist der fucking Respekt generell hin, bitte. Das ist doch scheiße. Er hat in dem Gespräch gesagt, man darf Hurensohn sagen, weil das ein universell benutztes Wort im Internet ist. Er beleidigt seine besten Freunde als Hurensohn. Sohn. Das ist nicht cool. Es ist nicht cool, bitte. That's actually... Na gut. Okay, dann dran. Der ist im Saarland geworden, Rito. I guess. Also ich liebe meine Omi, sie ist die Beste und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis. Ich wohne jetzt zwar sehr weit von ihr weg, aber ich würde sie dir auch gern vorstellen. Das ist... Weißt du, dann habe ich wenigstens mal Kontakt mit einer. Ja, aber sehr weit weg, das heißt sehr viel Reisen, ne? Das ist nicht schlimm, ab dem Bobbycar. Kandidatin 4? Meine Oma ist tot. Aber sie war nett. Sehr nett. Oh. Das ist null lustig. Also wirklich, ist gar nicht lustig. Tod ist nie lustig, okay? Er macht sich darüber lustig so. L, auch L, mal wieder L. Digga, er ist ein Walking L, ne? Ehrlich. Das ist scheiße von ihm, okay? Aber auch scheiße von Sofarov so. The fuck so. Nein, Jungs, bitte nicht beleidigen, bitte. Ich will kein Huren, kann irgendwas hören, okay? Macht man nicht. Aber macht man nicht so. Und genau deswegen spricht man Omas und so und sowas nicht an, so. Checkt ihr? So, das spricht man eher, weil du kannst den Leuten nicht in den Kopf gucken, so. Oma, was, wenn die Oma tot ist? Ist doch scheiße für sie, so, weißt du? Und dann sagt er so, er sagt so, kann nicht mit der Oma schlafen, die Oma ist tot, Jungs, bitte. Ja, ho. Ja. Ist okay. Warum wird er umarmt? Was hat er damit zu tun? Alles gut. Kommst du. Na, rest in peace an die Oma, Rito. Es ist wirklich extrem respektlos. Dass er das so liebt, ist extrem respektlos. Dass sie darüber gelacht hat gerade, ist respektlos so. Ich würde sowas niemals machen. Niemals. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ha, ja. Kandidatin 5. Ja, Rito Rahova. Also ich wohne mit meiner Oma zusammen an einem Haus, also getrennt in Wohnung. Und die nehmen später auch ein Paket für mich an. Also ich würde sagen, das Verhältnis ist ganz gut. Und wegen dem Dreier kannst du sie ja später dann selber fragen. Ah! Passt es doch. At this point weiß ich nicht, ob sie es mit Absicht macht, ne? Das ist schon crazy. Okay. Schon Traumfrau. Digga, ich check's nicht, Digga. Wo ist der Opa mal an der Stelle so? Man merkt wieder, Philo will so die Ehen, die letzten fucking, wo wir sagen, ey, das ist wahre Liebe, diese Omas, Opas, so etwas älteren Eltern von uns so, die es noch geschafft haben, wahr zu lieben und sich immer zu lieben und immer in guten, schlechten Zeiten beizustehen, will er noch kaputt machen und sagt so, ich die Oma einfach so, hä? Schon. Er meint das safe, ernst, safe. Traumfrau. Wunderbar. Aber kann Nummer 4 nochmal was sagen? Auch von, ja, Retalk, aber Shilan, auch von ihr komisch, dass sie einfach ihre eigene Familie sexualisiert. Also, welcher grown-ass man sagt über seine eigene Oma, du kannst sie selber fragen, ob die mit dir ficken will, so? Ich finde dich super hot. Also, so. Es kann nur, das sind Kölner Jungs, das sind Kölner Mädchen, okay? Können nur aus Köln kommen. Köln macht den Kopf kaputt, der verdreht den Kopf, Retalk. Doch. Also was? Nee, also dich. Ich erkenne, ich glaube, ich habe eine. Finde ich super. Ich habe eine Ahnung, wer das sein könnte, actually. Echt? Ja, ich habe wirklich eine Ahnung, wer das sein könnte. Kennt ihr euch? Kennst du ihn? Flüchtig. Okay, okay. Also sie lassen wir auf jeden Fall drin. Sie lassen wir jetzt erstmal stehen, auch wenn ihre Oma tot ist, leider. Ja, ich kenne schon diese Videos wie Philo und Samex. Das ist aber auch nicht lustig. Da sind zwei 24, 25-jährige Jungs so, die fangen das Video an, eine Minute lang, die beleidigen sich nur. Und die ganzen rot-blau-grün-haarigen Fans von denen, okay, die einmal im Jahr die Sonne sehen, das ist bei der Gamescom, okay, die stinken, nicht duschen, die fucking kein Deo benutzen, die finden es auch noch lustig, wenn man sich ganz einfach als Huren und Bastard und so beleidigt. Das ist nicht lustig. Ich habe in meinem Leben meine Freunde nie als irgendwas bleibt, das macht man nicht. Ja, das wäre auch. Familie ist heilig. Richtig. Eins, Chat, wenn ich recht habe. Die Assi. Ja. Das wäre richtig Assi. Mausetot. Okay, das ja, wird, ich würde jetzt. Ich würde. Gamescom gestunken, ging sogar eigentlich, aber die Menschen waren also. Der ist so alt wie ich, ja, dann soll er sich auch verhalten, so wie ich am Ende. Jetzt tatsächlich Nummer 3 rausvoten. Schade. Dann Kandidatin 3, du kannst hervorkommen. Hallo! Hi! Na? Hi! Schön, dass du da bist!
Also, guck mal. Gym ist was unglaublich Geiles. Okay, also jetzt, ich will nicht wegen irgendwas, was ich gerade sehe, das ansprechen, aber Jungs, geht ins Gym, man nimmt ab, man fühlt sich gut, okay? Man ist so sportlich, man baut Muskeln auf. Also, Gym ist einfach sowas Schönes, okay? Ich hoffe, ich hab was mit ihr, okay? Und ich muss zuerst mal degen, diese Schichten wegschieben, bevor ich meinen Sujuk da reinpress. You know what I'm saying? So, bitte, bitte. Okay, erstmal, du nimmst so, schiebst es so. Hi, was geht ab? Nicht viel, und bei dir? Auch nicht viel. Ich mag die Tattoos, actually. Danke. Arsch-Tattoos. Kann ich mal das sehen? Ich bin jetzt nämlich auch... Okay, sie war einmal Malle-Urlaub, dachte sich mit ihrer Freundin so, ja, so lass mal ein Tattoo machen, Urlaubstattoo, so als Andenken, macht so ein Arsch-Tattoo. Ich bin geworden, ich habe mich letztens tätowieren lassen. Nee, was hast du gemacht? Einfach nach unten auf die Beine. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Also, er hat dieses Na und auch so, es ist so peinlich, ne? So, Grown-Ass-Man sagen so, Na und? Digga. Als Opa, er sagt es zu seinen Enkelkindern, die dann nicht Klimakleber sind, sondern die Straße schon mittlerweile gebildet haben. Er sagt so zu denen, damals war es lustig, Na und? Einmal so und einmal falsch rum. Und seitdem sehe ich Tattoos viel anders. Findest du es ein Vibe? Ja, voll. Haben die Bedeutungen? Ja, das habe ich mit einer Freundin zusammen im Urlaub stechen lassen. Was? Ich hab's predicted! Ich hab's... Aha, also die hat das gleiche Motiv? Ja. Okay. Alter, ich hab's so krass predicted. Das habe ich für meine beste Freundin, weil wir uns immer Engel nennen. Ja, das ist todespeinlich. Das ist echt unglaublich peinlich. Gut, dass du sagst, Philo. Also das ist, Alter, Digga, hä, Digga, welcher Grown-Ass-Woman sagt zur anderen Grown-Ass-Woman immer Engel? Ja. Für einen Sänger. Ja. Und wen? Giuseppe Reggio kennst du bestimmt. Nee, kenn ich nicht. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ciao. Also auf deinem echt schweren Weg, Mann. Also, du bist super, das wird nix. Happy Big End. Was bist du denn für einer? Ganz normal. Bisschen eklig langsam. Da bin ich immer lustig. Ja, es ist lustig, wirklich ist lustig. Das war lustig. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Nice, okay. 3, 2, 1. Tada! Okay. Was denkst du? Oh. Boah, ich sag, das sind alles Baddies, ne? Ich sag, das sind real talk alles Baddies. Ich frage mich in erster Linie, warum Nummer 1 ein Mikrofon in der Hand hat. Oder ein Buttplug, ich weiß nicht, was es ist. Ach nee, da steht Rode drauf, okay. Damit du mich hörst. Die Kamera. Ach so, okay. Ups. Boah, ich dachte gerade, das war der unlustigste Joke der Welt, aber gut. Guck mal, ich sag, 1 ist Baddie, 2 ist so halb Baddie, 3 ist so große Baddie so und 4 ist so harte Baddie. Gerettet noch. Okay, direkt, ich finde Nummer 4 jetzt immer noch am coolsten vom Outfit. Mhm. Das kommt echt hart, Chat, ne? 4 Outfit ist verrückt, ne? So, das kommt hart. Kandidatin 3? Kandidatin 3, da sind halt so komische Schmetterlinge mit drauf. Das ist so, gibt mir so TK Maxx-Vibes. Echt? Ja, voll. Ich find's super. Ja? Ich find's cute. Okay. Ich find's Nummer cute. 2 sieht legit aus wie so aus der 10. Klasse irgendwie. Von der Größe, ja, und aber so, auch. So, falscher Ehrgeiz. Falscher Ehrgeiz. Rip Jeans so. Auch so ein bisschen, also so einfach plain pink. Ja. Und die, nee, guck mal, die ist TK. Das ist legit 6. Klasse. Das ist kranker Scheiß. Ehrlich? Nee, okay. Stehst du auf Jüngere? Nee. Was? 6. Klasse stehst du auf Jüngere? Mann, war das Federal Shit. Wie stehst du auf Jüngere, wenn es gerade 6. Klasse geht? Sofort auf die durch. Nee. Ältere. Viel ältere. Omis. Fuck. Die wirken auch sehr befreundet irgendwie. So. Ach so, sind das Schwestern? Die haben sich auch gerade angeguckt. Gleichzeitig. Sind das Schwestern? Seid ihr Schwestern? Eventuell. Eventuell. Da hast du es. Boah, wäre das peinlich. Stell dir mal vor, du gehst so als Schwester-Duo so um Weißbrot zu daten so. Wenn er jetzt, keine Ahnung, ein Zac Efron stehen würde, würde ich sagen, okay, so, weißt du, aber für Philo, sich so die Familie so in Dreck zu ziehen, so, ist schon verrückt, so. Weil er gerade die ganze Zeit davon geredet hat, weil er es unbedingt wissen möchte. Till, Stellung ist euer Liebling. Habe ich nie gesagt, ich esse ein Oreo. Wenn ich darf. Nee, du, gönn dir. Mongo. Keine Ahnung, wir reacten halt viel. Nee, Philo, der hat die ganze Zeit davon geredet, welche Sexstellung ist eure Lieblingsstellung? Welche Sexstellung ist eure Lieblingsstellung? Okay, so, ich habe da einen guten Call, okay? Ich chat. Okay, kennt ihr die Type-Stellung, okay? Die ist quasi so, ihr nehmt die Beine quasi hier hin, okay? Und dann drückt ihr so runter, ja, was sagen so? So, das ist so ein extremer so für die Frau, so, checkt ihr? Aber Stegi hatte mehr als ich so, ja, deswegen fragt Stegi. Er wird wahrscheinlich gute Videos haben, so, weißt du, so, er wird wahrscheinlich gute Tipps und Tricks für euch haben. Eure Liebsten.
OF Kaufen-Chat. Ich bin noch Jungfrau. Ich bin auch noch Jungfrau. Dem schließe ich mich an. Können wir zusammen rausfinden? Also ich finde immer, dass bei einer anderen Person gefällt mir jetzt das gut und bei einer anderen dann das. Also ja, okay, Digga, fuck it. Sie hat experimentiert, ihre ganzen Typen, die sie durchgeballert haben, so, was das Beste ist, Bro. Also wenn die Frau, wenn die zukünftige potenzielle Mutter eurer Kinder schon anfängt, bei dem einen Mann ist das Geilste, weil er mich Doggy gefickt hat und bei der anderen war Reiter richtig geil, weil ich da richtig geil geritten bin, Digga, dann fucking she for the streets. Also es kommt halt auch immer drauf, raus. Die Technik von meinem Gegenüber an. Ja, viel raus, man will einfach nur befriedigt werden. Also ich hatte schon sehr viel GV. Das ist auch crazy. Okay. Das habe ich nicht gesagt. Also, doch, du weißt nur zwei. Aber die ersten beiden, wie alt seid ihr? 18. Ich bin auch 18. Ja, das ist so gut. Das sind Zwillinge! Jungfrau, Jungfrau, können wir zusammen rausfinden. Und wahrscheinlich ein Bodycount über zwei, was schon sehr kritisch ist in meinen Augen. Ja, Retalk, W, Fellow. Deswegen, ja. Okay. Ich glaube, Recklinghausen aber auch Katastrophe. Aber tatsächlich, weil das bauchneblich Pierce mir da auch auf bei Nummer 3. Mhm. Du weißt, wer sie ist. Ich weiß, wer sie ist, ja. Dementsprechend weiß ich, dass sie erstmal richtig Arsch in Videospielen ist. Richtig, richtig Arsch. Ich könnte natürlich so diesen typischen E-Boy-Typ machen und sagen, ich kann dich carryen und so weiter, habe ich aber gar keinen Bock drauf. Weil du nicht könntest, ja. Du könntest mich carryen? Ich könnte dich carryen, ja. Wo drin? Valorant. Wer ist sie? Wer soll sie sein? Habe ich nicht mal installiert. Schlecht informiert. Auch mal für mich installieren. Das ist auch schon wieder scheiße heiß, ne? Ja, du findest das gut, wenn die Kontra geben, ne? Ja, klar. Phoebe? Das ist nicht Phoebe, Bro. Man darf nicht gucken, wer die sind, ne? Okay. Hey, das ist der ganze Purpose. Ja. Was macht der? Was, Digga, der ist, warum ist er so? Sein weird ass, Digga, ich schwöre, er ist komisch, Digga. Wie asozial. Ich schwöre, er ist komisch, Digga. Die Phantombild, ich weiß ja, wer sie ist, ich will nur gucken, ob es wirklich so ist. Muss kurz entwickeln. Gar keine, wir haben Zeit. Aber ich habe diese Kamera auch, ja, von meiner Ex geschickt bekommen. Ja, seitdem habe ich sie nicht einmal benutzt noch an der Stelle. Also, Shoutout, gutes Geschenk. Das Bild ist so schlimm. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was jemals von mir gemacht hat. Er ist komisch, Digga. Er ist fucking Skater, Digga. Er hat Tony Hawk damals gespielt. Aber war ein hartes Spiel, so okay. Gemacht wurde, aber okay. Wir lassen es erstmal entwickeln, oder? Okay, wir warten. Entwickeln, mal vorher den Po. Das ist überfrech. Das ist so frech. Okay, einfach kurz mal geflasht. Ich muss eine von 1 oder 2 rauswerfen. Pink. Pinklich raus. Ja. Ausgepackt, nicht so. Ich sag, das sind aber Baddies. Ich sag, das sind Baddies. Nee. Kandidat cool. Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Ja! Ja, das sieht doch so gut aus. Ja, dachte ich mir. Das ist. Na! Na! Also shit. Hallo, freut mich. Mama sieht aus wie King Crimson, Bro. Mama sieht so ein. Erstmal so eine kurdische Nase, Bro, bitte, okay, Mann. Man merkt, sie kommt aus 6-7 Songulduck, okay, so. Würde ich sie ist geboren im tiefsten Ghetto, so. Und dann, zweite Sache ist, warum hat die so ein... Hallo, ich bin heute der Referent da. Also gehst du wirklich noch zur Schule? Nein, bin jetzt fertig. Bro, sie sieht aus wie 3, Digga! Mit 10. Klasse. Nein, so, man, wie alt ist man? Ach, mit 18 ist man 12, du fährst schon. Ja. Was machst du jetzt? Ein soziales Jahr. Okay, guck mal, das ist so ein White Girl Activity, weißt du? Jungs, ganz kurz, okay, bitte macht kein soziales Jahr, macht kein FSJ, macht keinen Ausflug nach Australien ein Jahr. Geht sofort in die Ausbildung oder ins Studium. Eher Ausbildung, sogar fix Studium. Was für irgendwie was anderes, Digga? Also, soziales Jahr, FSJ, was soll dir das bringen? Süß, wo? In einer Grundschule. Oh, wie schön. Mm, okay. Oh, das passt. Ja, so auch zum Outfit. Ja, ja, stimmt. Na, aber sie ist sweet. Du kannst dich da hinten hinsetzen. Ja. Ja, sie ist sweet, super. Dankeschön. Australien beste? Nein. Ciao. Ich habe ihr die Hand gegeben. Ciao! Nein. Sie war süß, aber das einzige, wenn sie süß war. Nein. Bundeswehr, das ist männlich. Bundeswehr ist männlich. Bundeswehr, Militär und so ist hart männlich. Okay. Welchen Streamer oder YouTuber, von mir aus auch TikToker, findet ihr am attraktivsten? Oder natürlich auch. Okay, wann ist der Moment, wenn da einmal Type kommt so? Wann ist der Moment, wenn da Type kommt? Nie. Auf Streamerin? Streamer? In, ganz genau. Ja. Kandidatin 1. Ich würde Marco nehmen, weil ich den super lieb und sympathisch finde. Wer ist er? Er sieht nicht aus wie ein Mann. Er sieht nicht aus wie ein Mann. Ne. TikToker? TikToker sind keine wahren, so, you know what I'm saying, so echten Persönlichkeiten. Marco. Jetzt offiziell Marco. Mit den Mutti-TikToks. Mit was TikToks? Mit den Mutti-TikToks, mit Tobi. Ach, Mutti.
Ich habe anderes verstanden. Als ob ihr den nicht kennt. Nee, kenne ich nicht. Nee, kenne ich auch nicht. Bleib Marco, ganz liebe Grüße. Kandidatin 2. Ja, natürlich Philo und da auf jeden Fall auch den Prime-Sub da lassen. Wichtig, ne? Also, ich sag ehrlich, okay, bevor Philo ein Crush von irgendeinem ist, okay, ist Güney wie der Mod von Hamed Loco. Das passiert nicht. Philo ist nie Crush von irgendeinem, kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, da, mein Gott, ihr zwei. Ich bin ein Vibe. Ja, was soll ich sagen, Kandidatin 2 hat meine Antwort geklaut. Und eine zweite Option gibt's natürlich nicht. Okay. Zwei und drei Mann stark. Mhm. Oder findest du es gut, wenn die... Nee, es ist halt natürlich nur... Klar, ich bin super ich bin unglaublich attraktiv. Aber angenommen, ich würde jetzt in den nächsten Wochen aus Versehen unverhofft in einem Autounfall sterben und mich gäb's nicht mehr. Wer wär's dann bei zwei und drei? Mich interessiert das wirklich schon. Ich fand Sneak Beats ganz gut so. Bruder, was sind das für Types, Digga? Was sind das für Types? Wo sind die stabilen Männer hin? Okay? Wo sind die, also wer, wo sind die, die sagen so einen vollbartigen, schwarzhaarigen, breiten Türken so, weißt du? Ein Adam, einen breiten Jungen. Was ist das hier? Man sieht, er geht auf Raves, er ist voll gekokst, Digga. Man sieht ihn das an. Er ist dünn, Digga, weißt du? Keine Perspektive, kein gar nichts so. Was ist das? Vom Aussehen, der sieht nett aus, aber... Hm? Ist ein Homie. Ja. Immer schwierig, Statements dazu zu machen. Eines Tages kommt er bei... Vertraut mir, eines Tages kommt er mein Name. Vertraut mir. Okay, gib mir noch so 4 Monate. Mhm. Natürlich Monte, weil der ist nicht mittellos. Monte. Tot, Monte, das tot. Ist quasi dein Look, ne? Das ist mein Look, ja. Ja. Aber Monte will ich auch ein stabiler Adam, so, okay? Leider mittlerweile, er wird auch sehr gebremst. Er kann nicht mehr das sagen, was er so gerne sagen würde, so. Aber immer noch stabiler Typ, so Loki, Monte da. Weil der ist nicht mittellos? Das ist ja wieder frech. Ja, ich kenne Marco nicht. Raus. Muss leider raus. Wer ist Marco? Type Beat, was ehrlich? Das heißt? Dann kannst du jetzt hervorkommen. Hallo. Ah, Zwillinge. Übel das Déjà-vu gerade, wollte ich gerade sagen. Hallöchen. Hä, warum ist die so viel badier als die andere? Gutes Parfum? Ja. Hä, warum ist sie... Was für Bar, sie ist hart. Irgendwie, sie sieht irgendwie so viel badier aus so als die andere. Chat, sie ist eine Baddie. Guck mal, was für schöne... Na klar. Guck mal, die hat so grüne Augen. Guck mal, wie hart. Ich würde... What the fuck? Sieht aus wie Faye, aber Faye ist ja auch hübsch. Warte, ganz kurz. Wir müssen kurz Pause machen. Nee, geht wieder. Das ist super. Das ist ein bisschen crazy. Ihr seid alle so super. Ja, okay, was gibt's? Was hast du für eine Note in Mathe gehabt? Willst du nicht wissen? Doch, will ich. Hab ich, deswegen frage ich ja. Eine 5. Ey, warum lacht der so? Willst du nicht wissen? Doch, will ich. Hab ich, deswegen frage ich ja. Wie lustig. Okay, hab ich aber. Hatte ich auch. Ja, perfekt. Leute, die in Mathe schlecht sind, sind im Leben auch schlecht. Wisst ihr warum? Weil Mathe ist logisches Denken. Jeder von euch, der in Mathe schlecht ist, ist auch dumm in Real Life. Okay, aus euch wird nichts. Nichts. Aus euch wird nichts. Weil Mathe ist nur logisches Denken. Und ich war damals ein Geek in Mathe. Ich war so schlau in Mathe. Ich hatte Mathe LK, Jungs. Gut, dann ab zur Nachhilfe. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Voll süß, die beiden. Voll süß. Das kann ich nicht anders. Voll süß. Teilweise muss es ja damals die Rags sein, you know, so ich hatte damals Rags. Willst du auch? Little Baby, Mann. Hast du Abi oder was? Digga, was soll das heißen? Hast du Abi oder was? Ich hab natürlich hab ich Abitur. 2,2. Soll mir erstmal einer nachmachen von euch. Ich bin kein dummer Kenner, ich bin unglaublich intelligent. Unglaublich lecker. Und jetzt lasst einen Sub da. Boah, Junge, Alter. Umarmung ist schon echt. In 1967 war for free. Das ist schon fast wie ein Bodycon nach oben machen. Gut. Finale. Finale. Oh. Finale. Oh. Oh. Schon wieder cringe. Okay. Es war echt cringe. Warum hab ich mitgemacht, Digga? Das ist voll cringe. Eine Frage, so. Wegen 1 Jahr Kenning, Bosus 2,2. Timon war in meiner Stufe, okay? Timon weiß, ich war ein schlauer Junge. Zum Abschluss. Also bei Baby Boogie habe ich ja vorhin schon gesagt, ich sehe die weißen Fingernägel. Mhm. Und mich würde in dem Kontext natürlich super interessieren, ob da auch passend die weißen Fußnägel vorhanden sind. Warum reactet sie drauf so, Bro, bitte? Okay. Was macht sie so für ein fucking so Apo-Red-Thumbnail, Digga, bitte? Warum macht sie so das, Digga? Bitte? Kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja? Wenn es soweit kommt. Okay, okay. Es war nicht mal so lustig, Digga. Warum lacht sie so? Okay, okay, wow, wow, wow.
Ich habe Naturfußnägel gemacht. Was heißt das? Das ist ja dieses. Aber Naturfußnägel gemacht? Was? Ja, also von der Farbe her, dieses Rosane, das nennt man im Nagelstudio Natur. Das ist, kannst du vielleicht einmal kommen, dann zeige ich dir das. Ich rolle hin. Halt mal ein paar. Mein Gott, ja, bitte macht euch nicht so bunt. Wenn eine Frau zu euch sagt, komm, ich zeig euch eure Füße und ihr geht so wie ein Hund dahin, dann seid ihr echt ein Hund. Händchen. Das ist so wie dieses hier, so leicht rosa. Okay. Komm, sie zittert. Okay, und die? Ich sag, sie ist eine Baddie, aber. Hast du auch so French-Fußnägel? Nee, die sind komplett weiß, deckend. Boah, okay. Machst du jetzt wirklich deine Gewinnerin an den Nägeln aus? Klar, was? Guck mal, er tut so, als wenn er Fußfetisch hat, aber er hat safe keinen, okay? Bitte, er hat keinen Fußfetisch. Ja, natürlich, an was denn sonst? Ist auch wichtig. An den Fußnägeln. Ja, das okay. Schon. Kandidatin 1 weiße Fußnägel, Kandidatin 2 rosa Fußnägel. Ja, aber Kandidatin 1 ist halt leider Baby Boogie. Das ist schon mal nicht so gut. Warum? Die ist super. Die ist wirklich schlecht in Spielen. Nee, die ist wirklich auch hot. Das sieht neben mir aber auch schlecht aus, weil ich bin halt... Wer ist Bibi Boogie, Digga? Was für ein ugly ass Name für das Streamerin, Digga, Bibi? Hä, sie ist eine Baddie! Ist sie eine Baddie? Loki, sie ist eine Baddie? War gut. Mann, das ist so hart. Ich wüsste noch nicht mal, was ich nehmen würde. Boah, ich guck mal auf gute Frage nicht. Das ist ja wirklich schwer. Was guckst du da? Nach Fragen, oder? Nehmt ihr Drogen? Safe. Safe. Beide nehmen Drogen. Safe. Ich rauche Zigaretten und trinke Alkohol an besonderen Tagen. Als Junge, ich differenziere da, ja, ich differenziere. Als Junge rauchen, low-key dope, so. Ja, raucht nicht, okay? Raucht nicht, okay? Aber als Frau rauchen ist so, ich finde 10-mal schlimmer als bei Mädchen zu rauchen. Zu besonderen Anlässen. Ja, bei ihr ist wahrscheinlich jeder Tag. Alkohol trinken auch, L. Besonders so wie, ja. So wie die Lal schon wieder. Wenn ich dich jeden Tag sehen würde, ja. Verstehe ich. Frauenverlierer. Kandidatin 2? Beim Alkohol schließe ich mich an und ich rauche Vape. Vape? Vape ist Katastrophe. Vape? Ja. Elfbar? Vape ist so cringe, ehrlich. Nee, HQD. Ja, bitte. Sobald man da mehr als... Ich rauche gar nichts. Ella, ja. Und auch kein Alkohol? Ich habe dieses Jahr kein Alkohol getrunken, aber jetzt auf der Gamescom ist mir da ein kleines Fauxpas passiert. Nee, ich trinke Slush den ganzen Tag in mich rein auf der GC. Da ist aber auch nichts. Alkohol drin. Ja, ich weiß, deswegen ich weiß, ja. Aber es fällt nicht auf. Ja, weil er die Liste macht, Junge. Ey, mach die Liste. Mm. Oh, das ist wirklich ugliest. Schwerer Scheiß jetzt. Aber ich gehe nie feiern. Geht Baby Boogie feiern? Ja. Ja klar, aber sie ist Streamerin, Bro. Sie muss doch irgendwie Aufmerksamkeit kriegen von anderen Jungs. Die ja, feiern. Dann raus mit der. Echt? Ja, raus mit der. Ja, W. Philo, sondern Löwe. Löwe. Junge, endlich. Warte kurz. Philo ist Adam geworden. Nee, danke. Okay. Zahnstocher mit Geschmack. Mhm, voll geil. Schmeckt nach Zimt-Orange. Geil. Zahnstocher mit Geschmack. Doch, ich will doch einen. Hast du noch einen? Ja, ich hab noch einen. Zimt-Orange. Irgendwie ein Vibe, wenn wir es zusammen machen. Hier, das ist Eisbonbon. Danke. Bitte. Kandidatin 1, du kannst jetzt rauskommen. Jeder hat dich. Nein, du. Nein, du. Du siehst Arsch aus. Okay. Lass mich nicht los, ich oh, bitte, halt mich für immer fest, ich kann nicht mehr. Hilf mir, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du hast eine gute Wahl getroffen. Ja, okay. Also, ich war eh nur ja, für den Freund. Also, sei mal kurz ruhig, bitte. Ja, okay. Jetzt, oh Gott, das Bild. Ja, aber sie ist schon eine Bär, die nennt sich jetzt mal ehrlich so. Bild, ja, bitte. Schrecklich, oder? Zeig mal. Geil. Das ist wirklich gut. Geil, wirklich geil. Zeig mal da rein. Sieht doch genauso aus wie sie. Okay, jetzt irgendwie ist sie jetzt nicht mehr so eine Bär, die so on the low. Warum hat sie so ein großes Gebiss so? Loki, da passen so 8 Würste rein. Tschüss, tschüss, bis gleich. Sie sagt beim Currywurst dann einmal alles, bitte. Chill auf der Couch. Was machst du? Ja, nichts. Bro, nennt euch frauenfeindlich, aber geht so komisch mit Frauen um. Ja, aber Bro, bei ihm ist was anderes, weil es ist halt Philo und halt, da wurde am Anfang des Streams, aber des Videos so ein Disclaimer gemacht. Weil wenn man sagt, das ist Spaß, dann ist es ja natürlich auch Spaß. Geguckt, wie spät es ist. Klar. Aber wenn ich sage, es ist natürlich nicht Spaß, weil ich halt Türke bin, so, weißt du, bei mir darf es kein Spaß sein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann die Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Hallo. Oh, was geht ab? Hallöchen, freut mich. Felix nochmal. Ah, will ich gar nicht grüßen. Warum sieht sie aus wie der hier?
Aber irgendwie ist ihr, nein, ist ihr Gesicht so eingedrückt, habe ich das Gefühl. Ja. So. Aber ich mag nicht so große Haare. Ja? Ja? Ja. Geil. Gut, dann kommt doch Omi. Mhm. Du musst mich hier so rausziehen. Tschüss, Sophie. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß auf dem Date. Danke. Boah, das war die Liebe seines Lebens. Das sind die Menschen. War kein schlechtes Video, so on the low, war wirklich nicht schlecht. Ich fand es unterhaltsam. Outro machen, Outro machen, Outro machen. 100 kleine Bastard, Kinder machen krass auf Insta, aber was dahinter? Keiner von ihnen macht was. Reicht eine Schelle und dann war's das. Bassa!